Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu FIFA 16 mit dem Community-Projekt mit Birmingham City. Und heute wird's, denke ich mal, wieder eine Doppelfolge werden, denn ich habe eben mal nachgeguckt, gegen wen wir nach diesem Spiel im Pokal spielen müssen. Und ich kann sagen, da fliegen wir definitiv raus, denn unser Pokalgegner ist kein geringerer als Manchester United. Ah, es ist echt ein beschissenes Los. Mal gucken, wie wir uns da anstellen. Da werde ich auf jeden Fall auf legendär spielen, weil das ist selbstverständlich. Ich habe jetzt schon wieder ganz vergessen, wer unser nächster Gegner ist. Die Wolves sind unser nächster Gegner. Und danach gegen Manchester United. Das ist einfach so ein bitteres Lospech. Aktuell ist aus England, ist da noch irgendwas Interessantes mit bei, die sehen alle nicht schlecht aus, gucke ich mir später mal an. Aktuell ist aus Russland, gucke ich mir auch später an. Mögliche Nationaltrainerposten, bla 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 bla. Derzeit sind interessiert Südafrika und Neuseeland. Pressekonferenz habe ich jetzt keine Lust zu. Und Kettis sagt vom bevorstehenden Match hängt in dieser Saison wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich richtig gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Bree in dieser Partie sehr viel besser ausfüllen kann als er. Da kannst du ja gerne der Meinung sein, du bist trotzdem nicht aufgestellt, wenn du es noch nicht mitgekriegt hast. Ich setze auf junge Spieler und da passt du mit 27 Jahren nicht mehr so wirklich rein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt endlich mal einen Sieg landen hier gegen die Wolves. Wir kämpfen ja immer noch da unten, um rauszukommen. Inzwischen ist Wang ja wieder dabei. Habe ich vergessen, den wieder so richtig reinzumachen. Sonst noch irgendwen, den wir reinmachen müssen. Nö. Na, das ist das Team, mit dem wir starten werden. Schön, dass ich ihm so lange nichts gesagt habe. Dass da eben, keine Ahnung, fast 10 Sekunden Stille war oder so. Oder sogar 10 Sekunden, keine Ahnung. Passiert manchmal. Jetzt haben wir gerade einen schwarzen Bildschirm, den wir sehen. Und hier die Abwehrskill-Challenge mit Zinsen. So. Da bin ich normalerweise mehr gut, wenn ich mich drauf konzentriere. Auf jeden Fall jetzt an der Ivy Lane gegen die Wolves. Leiter der Partie ist Lukas Pupwik. Warte mal kurz. So. Musste mal kurz das machen. Björni. Kann sich den Ball nicht schnappen, jetzt muss Hancocks, aber der Dörfler hat den Ball mal wieder. Der Dörfler ist irgendwie so zum Glück unser sicherer Rückhalt, der uns schon vor vielen Gegentoren bewahrt hat. Und jetzt Chris weiter auf Gray, das sieht doch mal ausnahmsweise sehr gut aus hier. Komm Chris, ach, schade leider nicht. Aber war auf jeden Fall schon mal ein super Konter. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an und da. Dafür, dass er so ein Bedrängnis war, ein super Schuss. Da wollte ich den gar nicht hinhaben. Egal, jetzt muss Björni sich den halt holen. Björni ist irgendwie der, der von unserem Team immer offensiv raufgeht da. Und heute ist ja schon Samstag, wenn, also, beziehungsweise jetzt, wo ich aufnehme, ist Donnerstag erst, aber wenn das online kommt, beziehungsweise jetzt ist auch 23:41 Uhr am Samstag, also es ist auch nicht mehr lange Samstag, sehe ich schon wieder Schwachsinn, Donnerstag, aber heute ist der Samstag und damit der vorletzte Tag von der Woche, wo ich versuche jeden Tag ein Video aufzunehmen und ja, jetzt habe ich auch schon mal wieder mit demjenigen gesprochen, den ich ja gefragt hatte, wegen helfen bei Computer zusammenstellen. Und er hat die Tage Zeit. Das heißt, das könnte demnächst in den nächsten Wochen müsste es denn was werden mit dem Gaming-PC. Das heißt,
Da wird dann alles besser und ich kann öfter mal Videos bringen. Nicht so wie jetzt und hoffe mal, das wird auch besser. Werde dann auch FIFA 17 vom PC aus spielen und nicht wie jetzt von der PlayStation. Jetzt auf jeden Fall Chris auf Sinsen und dessen Schussversuch kommt nicht mal dazu. Oh, und jetzt wird's gefährlich, aber wann kann sich den Ball schnappen bzw. wegschießen, bevor da irgendwas Schlimmeres passiert wird. Oh, und da hat sich anscheinend einer von den Wolves verletzt, aber es war nichts Schlimmeres anscheinend. Ah, da hat er irgendwie den Trick nicht gemacht, den ich machen wollte, ist ja auch egal. Nicht so der Trick, sehr. Dauert es öfter mal nicht hin, was ich machen will. Auf jeden Fall holt sich Cook jetzt den Ball wieder. Björni weiter auf Sinsen, der weiter auf Chris. Der verliert den Ball, aber Sinsen holt ihn wieder auf Björni. Aber dessen Flanke war jetzt nicht so genial. Dann Sinsen. Auf Chris jetzt. Setzt er sich vielleicht mal durch? Nein, tut er nicht. Oh, und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Nicht, dass wir da noch wieder mal einen fangen und wieder mal spielen sonst gut aus. Aber wir könnten das noch verhindern, dass da was Schlimmeres passiert. Jetzt Clayton am Ball, der ja beim letzten Spiel mit einem genialen Tor, was leider nicht geholfen hat, da wir trotzdem 2 zu 1 unterlegen haben. Aber was soll's? Jetzt auf jeden Fall Björni. Aber wir sind unsere Verteidiger gut genug und sind ausnahmsweise mal mit keiner so einer guten Aktion. Zum Glück passiert dabei nichts Schlimmeres. Man sieht schon wieder unseren Ballbesitz 39 zu 61. Also der ist nicht so Bombe, aber wir spielen auch nicht auf Ballbesitz. Jetzt mal Gray mit der zu frühen Flanke. Aber so können wir Freistoß oder Ecke kriegen. Ich glaube, Abstoß ist es. Und Juventus hat sich für 52 Millionen die Dienste von David Alaba gesichert. Jetzt guck. Oh. Jetzt wird's gefährlich, aber Bree kann das Gefährliche entschärfen. Und so steht's immer noch 0 zu 0 zur Halbzeit. Immerhin hätten wir damit einen Punkt. Alle anderen Spiele stehen 0-0, 1-0, 1-1, außer Bristol City gegen MK Dons. Da steht's 2 zu 0 für Bristol City. Es ist keiner so geschwächt, dass er nicht mehr spielen kann. Deswegen spielen wir auch so weiter mit der Elf. Ray jetzt weiter auf Bree, der weiter auf Cook und das war nichts, was ich machen wollte eigentlich. Jetzt Cook auf Bree, der will flanken, aber der Flankenversuch wird geblockt und so kriegen wir den Eckball. Und der kommt wieder anders, als ich den gefordert habe. Und Björni rangelt da ein bisschen zu sehr mit seinem Gegenspieler. Und so wird auch Freistoß für den Gegner gepfiffen. Jetzt Sinsen. War das? Nee, Chris war das. Aber leider kommt der Pass nicht an. Jetzt Bree auch am Ball vorbei, aber Cook holt sich den Ball. Gray jetzt weiter auf Clayton, der auf Ray zurück und dessen Pass wird nicht leider vorher abgefangen und jetzt ist K, kriegt ihn vorher der Dörfler, stabilisiert das Ganze, passt weiter auf Wang, der auf Bree und dessen Pass geht ins Nirgendwo.
sind wir schon bei 10 Minuten ungefähr bei diesem Video hier und es steht immer noch 0 zu 0. Chris jetzt mal, komm, da läuft natürlich in dem Moment keiner mit. Jetzt auf Cook, aber der war nicht perfekt gespielt. Schade. Hätte Chris vielleicht mal selber drauf schießen sollen. Schade. Clayton, nein, leider nicht. Gray, gibt ihn auch nicht. Wang kann ihn wenigstens stoppen und da oben sehen wir schon am 23. September ausgerechnet, an dem Tag, wo ich Geburtstag habe, kriegen wir so ein Lospech gegen United. Und jetzt Gray. Schade, nicht funktioniert. Da wollte ich nämlich gerade schon wieder raufschießen, so wie mit Clayton, weil da der Torwart schon wieder so weit draußen stand. Oh, schade. Und keine Ecke. Schade. Oh, shit, da hätten wir den jetzt abfangen müssen. Das wäre genial gewesen. Jetzt guck. Freistoß. Wieso fahre ich denn nicht Freistoß? Es wurde doch angezeigt, dass er weiterspielen lässt, denn das war eine halbe Millisekunde, die das angezeigt wurde. Für die Gegner wird das immer 20 Jahre angezeigt. Wo ich denn bloß nicht in Berührung kommen darf. Und ja, extrem langweiliges Spiel bis hierhin, immer noch 0 zu 0. So langweilig wird das Spiel gegen United nicht, dafür wird das wohl sehr einseitig. Ich hoffe, Cook hat sich da jetzt nicht verletzt. Auf jeden Fall wechseln wir auch mal, weil es jetzt schon 83. Minute ist. Cook darf sich auf jeden Fall mal ausruhen. Tuchel kommt für ihn rein. Brown kommt für Gray. Und McFarlane kommt noch für Clayton. Und dann spielen wir so das Spiel hier zu Ende. Brown jetzt auf Bree. Farlane fast mit seiner ersten Aktion, die auch Richtung Tor gekommen wäre. Aber er kommt leider nicht an den Ball. Jetzt Tuchel. Brown. Reece Brown. Aber Wang hat ihn. Oh, das wird nochmal gefährlich. Jetzt Tuchel läuft vorbei. Der ist ja frisch hier drauf. Und da hat sich einer verletzt. Wer hat sich denn da jetzt verletzt? Wer hat sich da jetzt verletzt? Wird keiner verletzt angezeigt. Gut. Ich glaube, es war Bree, der kurz verletzt war. Und jetzt bleiben wir da wohl hängen oder was? Hä, wieso haben die jetzt einen Wurf? Ich habe nicht richtig hingeguckt, aber ich wäre der Meinung gewesen, dass wir haben müssten. Aber wird nichts. 0 zu 0 geht dieses Spiel wohl aus, wenn jetzt nicht nur irgendwas Spezielles passiert, wie zum Beispiel, dass wir den Ball gewinnen. Aber bei unserem Glück passiert sowas natürlich nicht. 0 zu 0. Keine großartigen Sachen passiert. Sehr chancenarm, wie man auch sieht. Ja, das Spiel hat da einfach keinen Sieger verdient. Dementsprechend geht dieses 0 zu 0 definitiv in Ordnung. Ich habe da jedenfalls nichts gegen einzuwenden. Cadis ist enttäuscht. Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs, aber ich bin mir sicher, ich hätte in der letzten Partie noch viel für uns erreichen können. Tja, hätte, hätte Fahrradkette. Mit diesem Spruch kriegt auf jeden Fall noch weniger Chancen. Und Chris entwickelt sich weiter, ist jetzt schon auf einer 71, hat sein Stellungsspiel auch super verbessert. Gefällt uns doch für unseren zentralen Mittelfeldspieler. Und dann geht's gleich gegen Manchester United und wir haben dann Nationaltrainer auf Seite von Kanada. Da passe ich aber nicht hin. Deswegen lehne ich das Angebot ab. Dann simulieren wir zum Manchester United-Spiel.
Und da steht was von hoher Erwartung an Verratti. Und den haben sie ja jetzt gerade erst verpflichtet oder was? Von PSG haben sie sich den geholt. Ach du Scheiße, das ist ja dann ja noch schwieriger. Ach du meine Güte. Auf jeden Fall haben wir auch zwei neue Nachrichten und zwar aus den Niederlanden wieder. Und Scouting Update, aber da scheint nicht wirklich was Besonderes dabei zu sein. Nö. Da habe ich auch schon ewig nicht mehr reingeguckt, wie sieht's eigentlich bei unserer Jugendmannschaft aus, bevor wir hier ins Spiel gehen. Ach ja, da hatten wir die beiden 15-jährigen talentierten Spieler da. Gut. Leider zentrales Mittelfeld, wo wir schon zu viele geniale Spieler haben. Auf jeden Fall geht's jetzt gegen United. Blau-Weiß gegen Rot. Die drei gucken. Wollen wir auch die Infos haben und da natürlich Legende. Und ich habe schon wieder nicht dran gedacht, Wang muss natürlich mit dabei sein. Dann geht's auch schon rein in die Partie gegen Manchester United. Wie die ja schon länger dabei sind und die Videos gucken, wissen müssten, meine Lieblingsmannschaft außerhalb Deutschlands. Und überhaupt hinter Hansa zusammen mit Dortmund meine Mannschaft, die ich am zweitmeisten. Und ich will jetzt endlich mal weiterkommen hier. Genau. Capital One Cup im genialsten Stadion der Welt im Old Trafford. Manchester United gegen Birmingham City. Dort sehen wir Wayne Rooney, den 29 Jahre alten Stürmer von Manchester United, der auch der Kapitän von Manchester United ist. Und hier geht es eigentlich nur darum, uns nicht abschießen zu lassen. Und schon mal Erfahrung zu sammeln, wie das gegen richtig starke Gegner ist. Aber um irgendwann mal gegen so eine Mannschaften spielen zu können, wäre es besser, Entschuldigung, wenn wir die Liga halten würden und dann in den nächsten Jahren aufsteigen würden und nicht jetzt absteigen würden. Bis jetzt waren wir eine Pokalmannschaft, aber das wird dank dem Los hier wohl nicht weiter so sein. Bree verliert hier natürlich eindeutig das Laufduell und kann sich den Ball nicht wiederholen gegen Shaw. Ciao. Und jetzt Wang verliert auch das Laufduell und dann steht's hier wohl nicht 1-0, da wir den Dörfler im Tor haben. Und bei dem kommt natürlich keiner so leicht vorbei. Jetzt kommt der Ball rein, aber der Dörfler, unser super Torwart, hat ihn natürlich wieder jetzt auf SK. SK auf Hancocks. Der hoch auf Cook, der auf Wang. Der auf Gray und der versucht dort vorbeizulaufen, scheitert dabei aber. Und das war knapp Eckball. Immerhin haben wir schon mal geschafft, die ersten 19 Minuten hier ohne Gegentor zu bleiben. Der Dörfler weiter auf Gjörni. Der hat den Nachteil jetzt im Laufduell, dass er noch nicht drinnen war. Gewinnt aber trotzdem, aber gegen Shaw verliert er dann das Laufduell. Obwohl er ein Mega-Sprinter ist. Aber immerhin haben wir jetzt immerhin haben wir jetzt schon 25 Minuten fast kein Tor kassiert. Also gleich 25 Minuten. Und wir stellen uns hier gar nicht so schlecht an gegen United, auch wenn wir zu keinen Torchancen kommen. Aber wir lassen auch keine gefährlichen Torchancen auf Seiten von Manchester United zu. Und jetzt Bjørni holt sich sogar hier den Ball, aber hat keine Anspielstation. Und verliert so den Ball.
müssen uns halt irgendwie nach vorne kombinieren. Jetzt mal ein Distanzschuss von Manchester United, der glaube ich sogar abgefälscht war. Nein, doch nicht. Jetzt der Dörfler wieder auf Bree. Ja, Cook. Immer noch danke für den Tipp. Sinsen auf Björni und der will weiterpassen, verliert aber den Ball. Zum Glück können wir den wiederholen. Hancocks auf Björni. Der wieder zurück auf Hancocks. Und der wieder auf Björni. Und Clayton läuft mit dem Ball ins Aus, obwohl ich nach oben gelenkt habe. Ich weiß auch nicht, das ist immer blöd an der Linie, denn läuft immer automatisch ins Aus bei mir. Und jetzt ist United mal da vorne gut an der Außenlinie. Können jetzt zu einfach kombinieren, aber Sinsen holt sich den Ball. Hancocks auf Björni, der auf Chris und der verliert wieder den Ball. Also offensiv ist es ja heute nicht so prickelnd, dafür spielen wir gut in der Defensive. Björn jetzt wieder auf Hancocks, der wieder auf Björni. Aber der kann den Ball leider nicht behaupten. Also die Zweikampfrate ist defensiv bei uns heute sehr stark, meiner Meinung nach, und offensiv sehr schwach, beziehungsweise nicht vorhanden. Und das war ein dämlicher Pass so kurz vor der Halbzeit. Und dann zum Glück am Tor vorbei. Nächster Gegner ist dann Blackburn. Und das ist aber jetzt erstmal egal, auch wenn das schon in 3 Tagen in dem Spiel ist. Aber jetzt ist erstmal das Spiel gegen United wichtig. Und in den anderen Spielen steht es 1-0 für Brighton Hove und Albion gegen Bolton. 0-1 liegt Stoke City hinten gegen Plymouth. Sheffield Wednesday liegt 1-0 gegen MK Dons vorne. Tottenham spielt 0-0 zurzeit gegen Crystal Palace. Und West Ham United führt 1-0 gegen West Bromwich. Die beiden West Teams. Und ich würde sagen, nee, wir machen noch nicht die total defensive Schiene hier. Hatte gerade schon die Idee, unseren einzigen Stürmer Clayton rauszunehmen und dafür noch einen Verteidiger zu bringen. Aber so defensiv will ich jetzt auch noch nicht spielen hier. Und es war ein sehr schwacher Pass von Breeder, der sehr viel Glück, dass Wang da vernünftig hingeht. SK jetzt weiter auf Hancocks. Weiter auf Björni. Der braucht gar nicht erst versuchen, ins Laufduell zu gehen hier. Clayton jetzt mal auf Sinsen und der muss es einfach mal aus der Distanz versuchen, weil wir sonst nicht weiter nach vorne kommen. Und Stoke City hat endlich den Ausgleich geschafft. Es wäre auch eine Blamage, wenn sie da nicht weiterkommen würden gegen Plymouth. Und jetzt wird schon wieder sehr, sehr, sehr gefährlich. Jetzt kommt nämlich gleich die Flanke rein. Aber wir können es noch gerade so vorher wegkriegen. Clayton jetzt auf Chris, der auf Gray und der wird unfair gestoppt. Spielt jetzt auf Cook. Wir sind jetzt sehr offensiv durch diesen Freistoß stehend. Gray will weiterpassen nach vorne. Und wieso kriegen die Gegner jetzt den Einwurf? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hab da schon wieder irgendwas denn falsch gesehen wohl. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt verteidigen und das macht Hancocks auch eigentlich nicht so schlecht. Aber jetzt können sie sich doch behaupten, aber wir haben ja zum Glück, wie gesagt, immer den Dörfler im Tor und der macht es natürlich super. Und ich spiele heute auch mal was ich sonst nie spiele, totale Barrikaden da hinten. Normalerweise spiele ich ja immer offensiv. Ich spiele sogar auch sehr oft totale Offensive. Wenn auch bei diesem Spielstand hier, glaube ich, nicht so oft, beziehungsweise überhaupt beim Let's Play. Aber wenn ich privat spiele oder so, spiele ich richtig oft mit totaler Offensive oder zumindest sehr offensiv. Auf jeden Fall bin ich so gut wie immer auf Offensiv eingestellt, nicht mal auf Standard, sondern auf Offensiv. Und jetzt kommt der Ball rein, aber wieder auf den Dörfler und er hat damit natürlich keine Chance, hat jetzt aber keine Anspielstation, das ist ein Problem, weil er ja nicht einfach
durchlaufen kann. Guck jetzt auf Gray, der verliert mal wieder an der Außenlinie den Ball und resenzt da den Gegenspieler um. Hab gar nicht gesehen, wen er da umgesetzt hat. Auf jeden Fall gibt's dafür jetzt den Freistoß für Manchester United. Und genau das war das, was ich vorhin meinte. Da wird immer 20 Jahre noch angezeigt, weiter spielen. Und wieder rettet uns der Dörfler den Arsch. Der rettet uns so oft den Arsch hier heute. Und Chris jetzt mal nicht ganz so bedrängt wie sonst. Kann sich aber wieder nicht durchsetzen. Wir können dann nur durch Kombinieren nach vorne kommen irgendwie. Immer gucken, ob irgendwie irgendwo ein Zentimeter Platz ist und da kombinieren. Aber dafür müssten wir erstmal wieder in Ballbesitz kommen. Jetzt erstmal Manchester United. Und dann war es das 1 zu 0 in der 81. Minute. Wenigstens haben wir so lange standgehalten. Am Ende war das dann Schneiderlin mit dem verdienten Tor für Manchester United. Und jetzt machen wir mal Chris als Stürmer, obwohl er eigentlich ja Mittelfeldspieler ist. Aber er ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, von daher dürfte es kein Problem sein. Und Clayton in die Innenverteidigung. Und wir haben gar keinen Innenverteidiger mehr, oder was? Dann hilft Zinsen da noch aus, unser Kapitän. Dafür kommt Tuchel, Bamford für Bree, damit er auch mal seine Einsatzzeiten kriegt. Und Reece Brown mal wieder für Gray. Und dann war es das. Und dann würde ich auch gern mal zu Bamford spielen. Wo steht denn der? Ist das Bamford? Ja. Dann hat unser Transferflop auch mal seine Spielzeit. Tuchel auf Jörni. Der auf Chris. Dessen Schuss wird abgeblockt. Er kriegt noch einen zweiten zustande, aber der geht leider nicht aufs Tor. Sah aber gar nicht so schlecht aus. Immerhin haben wir mal einen Schuss hingekriegt. Ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall ist für uns heute der Spieler des Spiels, der Dörfler, mit überragender Leistung gegen Manchester United und diese geniale Offensive von United. Nicht, dass er uns gleich nochmal den Arsch retten muss, das will ich schon gerne vorher klären. Allerdings wird das da sehr gefährlich und da hätte selbst der Dörfler keine Chance mehr gehabt. Und das muss schon was heißen, wenn nicht mal der Dörfler eine Chance hat. SK jetzt auf Hancocks, der auf Tuchel, der weiter auf Reece Brown, aber nirgendwo irgendeine Anspielstation. Dass man nochmal irgendwie nach vorne kommt, um nochmal irgendwie eine Chance zustande zu kriegen oder sonst irgendwas. Ja, 1 zu 0 durch Schneiderlin. Wir gucken uns nochmal die Bewertung an. Auf jeden Fall 8,0 bei der im Dörfler, alle anderen 6,4 oder schlechter. Es war halt totale Defensive heute. Und die Spurs führen 1-0 gegen Crystal Palace. Stoke hat nur 1-1 gespielt und muss damit ins Wiederholungsspiel. Und wir haben bewiesen, dass wir eine Pokalmannschaft sind, denn wir haben uns sehr gut durchgesetzt im Pokal. Und sind gegen einen derart starken Gegner nur so knapp ausgeschieden. Das muss schon was heißen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch diese größere Folge diesmal gefallen. Auch wenn die letzte schon so groß war. Aber dieses Mal wollte ich eigentlich nur eine kurze Folge machen. Aber dann habe ich gesehen, was das für ein Gegner war. Und musste unbedingt eine Doppelfolge machen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euch noch wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.